Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Dachmobil. Wir sind dieses Wochenende vom 12. bis 14. April 2024 in das Ahrtal gefahren. Ihr kennt die Geschichte des Ahrtals, wo vor 3 Jahren eine massive Flut alles auf den Kopf gestellt hat. Dieses kleine Flüsschen, was wir im Hintergrund sehen, ist 9 Meter hoch, wir reden hier von hoch, über seinen Normalstand gestiegen und hat hier alles auf einer Länge von 80 Kilometern vernichtet. Es standen viele vor dem Aus, vor dem Nichts. Es hat Jahre gedauert, um wieder den Wiederaufbau zu beginnen, abzuschließen, in Angriff zu nehmen. Wir sind mit sehr gemischten Gefühlen hierher gefahren. Wir sind in den letzten 2 Jahren öfters im Ahrtal mit dem Rad gewesen und haben nur gesagt, es ist lähmend und erschreckend, wie langsam manche Mühlen mahlen. Aber was wir bis jetzt hier an diesem Wochenende gesehen haben bei der Anfahrt, lässt uns hoffen, dass der Schrecken der Vergangenheit langsam zur Vergangenheit gehören kann. Es wird allen in Erinnerung bleiben, es wird niemals vergessen werden, aber das Ahrtal lädt wieder ein, hier schöne Stunden zu verbringen. Und das zeigen wir euch jetzt mit diesem Video. Der Stellplatz ist fast komplett belegt. Es sind heute Morgen schon einige abgefahren. Es werden hier wieder geführte Wanderungen gemacht. Eben kam ein Bus mit einem Junggesellinnenabschied an. Gestern war ein großer Bus hier, der zur Weinprobe gefahren ist. Gerade fährt auch wieder einer ab. Also die Winzer und die Winzergenossenschaften haben hier wieder Regenbetrieb. Der alte Bahnhof ist komplett renoviert, lädt ein mit leckeren Speisen und verschiedenen anderen Sachen. Überall stehen Weinautomaten, also von daher bleibt dran. Wir werden es euch zeigen, dass das Ahrtal keinen Schrecken mehr hat und man hier mit einer großen Melancholie sein Wochenende oder längere Zeit verbringen kann. Jetzt hat die Ahr wieder einen guten Wasserstand, natürlich vom Hochwasser weit entfernt. Aber wie dieses kleine Flüsschen, ich meine, ich habe es ja bei uns mit der Inde erlebt, 9 Meter über ihren normalen Stand gehen kann, unfassbar. Von hier aus hat man einen guten Blick auf den Ortskern und von hier oben, wenn man nicht die Abbruchstelle hier vorne sehen könnte und die Baufahrzeuge, könnte man fast die Flut wieder vergessen. Hut ab vor den Menschen, die hier um ihr Zuhause gekämpft haben und alles daran gesetzt haben, um wieder die Normalität herzustellen. Und was soll ich sagen? Da vorne ist mein Weg zu Ende. Ich bin mal wieder falsch gegangen. Ich wollte eigentlich oben zur Burg. Resultat ist, da vorne an dem Mast endet der Weg. Oben an dem anderen Mast ist der Weg zur Burg. Also laufen wir das ganze Stück wieder zurück. Super. Da hochkraxeln geht nun mal auch nicht. Kehrtwendung. Super, Betty. Variante quer fällt ein. Oh, oh, oh. Hoffentlich geht das gut. In Kitzingen hatte mich der Bauer erwischt. Da hatte ich dann doch ein mulmiges Gefühl und ein schlechtes Gewissen. Ui, und das ist ganz schön steil hier. Schnaub. Bauch, Beine, Po ist für heute schon mal erledigt. Aber selbst wenn man es gewusst hätte, dass hier so eine olle Querfeld einstiefelt, ne? Da steht eine Bank. Folgen wir mal
den offiziellen Weg. Die Saufenburgrunde. Sorry, Saffenburgrunde. Oh, oh. Belohnung ist, wenn ich gleich zurück bin, ein leckeres Glas Wein. Am Stellplatz gibt es einen Weinautomaten, an dem ich mich gleich noch belohnen werde. Früher gab es oben an der Burg auch einen. Ob der noch ist, weiß ich nicht. Aber ich komme meinem Ziel schon verdammt näher. Ui. Und wenn der Traktor da hinten seine wilde Mausfahrt, die steile Auffahrt herunter geschafft hat, werde ich mich dann die letzte Steigung zur Burg hochquälen. Hexenprozesse. Da wird es wieder interessant. Lese ich mich mal ein. Ui, hier in der Saffenburg war Standort und Gerichtsort vieler Hexenprozesse im 16. und 17. Jahrhundert. Allein 200 Personen wurden 1648 hier denunziert, von denen mindestens 25 hingerichtet wurden. Na gut, dass wir ein bisschen später haben, ne? Oh, oh. Traktor kämpft noch, aber ich gehe gleich da mal um die Ecke. Vorne gibt es vor dem Eingang noch einen Aussichtspunkt, den Ausblick auf das wilde Ahrtal. Du gehst immer wieder hier über die Schieferplatten. Ja, vorbildlich, ich weiß, Wanderschuhe stehen im Wohnmobil. Klein Betty wieder nur mit dämlichen Turnschuhen. Und ich weiß, als ich mit meinem Sohn hier durch die Berge gewandert bin, dass wir noch nie so viel rutschiges Geröll unter uns hatten, wie dieser lose Schieferbruch. Also das ging teilweise nur mehr oder weniger auf allen Vieren. Und hier habt ihr einen wunderbaren Ausblick. Und was der alte Pinsel hier soll, keine Ahnung. Hat was. Kannst die Schuhe mit sauber machen. Ah, ich verstehe. Da unten haben wir den Wohnmobilstellplatz, der relativ gut besucht ist. Auch dazu haben wir euch natürlich wieder ein separates Stellplatzvideo gemacht, das wir euch dann mit allen Infos detailliert hier zu dem Stellplatz vorstellen. Logischerweise, wie ihr es von uns kennt, ist das Video gleichzeitig mit dem Video hier zur Umgebung des Stellplatzes in Maichhaus und den umgrenzenden Orten an der Ahr online. Schaut einfach mal in unsere Playlist, dort werdet ihr es unter der Rubrik Stellplätze finden. Die Schenke hat aktuell, wie gesagt, schon zu. Und hier auch noch mal ein Blick auf die Ahr. Hinten haben wir Rech. Auch da scheint der Stellplatz ja wieder instand gesetzt worden zu sein. Hier auf dieser Wiesenfläche waren alles Weinfelder, als ich das letzte Mal vor der Flut hier war. Wie gesagt, unfassbar. So ein kleines Flüsschen, was da in Gang gesetzt wurde. Hier oben gibt es einen Weinautomat noch an der Burgruine. Schauen wir mal, ob was drin ist. Es gibt wohl auch Führungen in den Sommermonaten. Oh ja, da ist sogar was drin. Aber die Preise sind teilweise überschrieben. Dazu kann ich euch jetzt, hier ist eine Preisliste. Die Weine liegen alle bei 13 Euro. Und unten haben wir noch Traubensaft und für 1,50 gibt es ein Gläschen dazu. Okay. Und hier könnt ihr dann
die auf der Terrasse euren Wein genießen. Hier hat sich einer künst. Ach, bin ich Jeck. Nehmen wir es mal so rum, ne? Hat sich jemand künstlerisch betätigt. Mit Wappen und Selbstporträt. Nett. Hier noch ein paar kleine Überreste aus der Zeit der Saffenburg. Hier ein Relikt, noch schönste Weinsicht 2020. Drüben irgendwo ist noch dieser Aussichtstor. Oh, da sitze ich aber auch gut. Zeige ich euch gleich. Ob das rekonstruiert wurde oder ein altes Relikt noch aus der Zeit der Burg ist. Ich würde mal sagen, von den Steinen her, es ist rekonstruiert. Lasst es mir doch mal in den Kommentaren da, wenn ihr es wisst. Oh, guck. Oh, da geht's tief runter. Guckt. Ich und meine Höhenangst, da ist sie wieder. Aber hier haben wir eine wunderschöne Sonnenliege mit erstklassigem Ausblick. Ich kann euch jetzt nur schon auffordern und bitten, fahrt ins Ahrtal, unterstützt die Anwohner. Es ist alles da, es mangelt euch an nichts. Und verbringt hier eine gute Zeit. Und dann seid ihr auch schon hier oben. Uff, im Eldorado der Mücken. Auf dem Aussichtspunkt wollte ich eigentlich sagen. Die haben Schnecken hier. Ja, eine Kräuterschnecke. Ja. Aber wenn man solche Kleinode am Wegesrand entdeckt, direkt am Flussufer, sieht man, dass hier die Hoffnung nicht gestorben ist. Solche kleine Ecken, da hinten kommen auch andere Stellen noch, sehen wir doch, dass viele Anwohner hier nicht zum Glück ihren Mut verloren haben. Auch hinten der rege Zulauf zum Weinkeller und zum Weinverkauf. Also ich muss ganz ehrlich sagen, sowas stimmt mich glücklich. Ich habe gedacht, das Video fängt mit einem sehr mit einem sehr traurigen Tonfall an. Aber ich bin momentan wirklich glücklich gestimmt, dass da wieder ein Wohnmobil kommt, das keinen Platz gefunden hat, weil der Stellplatz gut besucht ist, dass du da hinten kaum über die Straße kamst, weil eben so viele Leute zum Weinverkauf gehen. Das macht mich glücklich und ich freue mich für die Leute, die hier leben, dass wieder Normalität ins Leben kommt. Hier sind die Spuren noch größtenteils massiv ersichtlich, ne? Wobei auch hier schon vieles passiert ist. Ne? Alles neue Fenster, also da, guck mal,
Aber der Zwerg ist noch da. Ich rieche Flieder so gerne. Denn hinten, hier hast du das Gefühl, das wäre nichts gewesen, ne? Im ersten Moment. Ja, hier oben war ja auch nichts. Aber wenn du bedenkst, bis, ich weiß nicht wie viele Häuser weiter, so 6, 7 Häuser weiter, bis da war noch Wasser. Zum Teil. Da ist doch noch ein Campingplatz. Es hieß doch, der Campingplatz wäre weg. Der ist doch auch nicht überflutet worden. Auf unserer kleinen Radexkursion durch Maischloss haben wir noch einen Campingplatz, den Campingplatz zur Burgwiese, entdeckt, den ihr im Gegensatz zum Stellplatz hier reservieren könnt. Es gibt eine Homepage, auf der ihr alles einlesen könnt, wo ihr die Buchungen vornehmen könnt. www.acamping.de schreiben wir euch auch noch mal unter das Video. Der Platz kostet 10 Euro pro Person plus 9 Euro für euer Gefährt, ob Wohnwagen oder Wohnmobil. Da drin enthalten sind das Sanitär, Dusche und ein kleiner Pool. Für Kinder gibt es auch noch eine Kinderecke. Es gibt eine gute, schöne Klausel mit einer tollen Karte zu sehr moderaten Preisen. Also als Alternative zum Stellplatz mit Sicherheit eine gute Adresse. Betreiber sind mega nett, muss ich sagen. Habe ich mich gerade lange mit unterhalten. Guck mal, da siehst du es gut, bis wo das Wasser stand. Ja, da sieht man wirklich, bis wo das Wasser stand. Schon heftig. Ich kann das gar nicht mehr rekonstruieren. Hier, da vorne ist das Teufelsloch. Da, ich glaube, das ist das Teufelsloch. Wir sind ja zweimal diese Löcher im Fels. Das sind einer der schwersten Wanderwege außerhalb der Alpen. Also in Maischoss war ich ja etwas hoffnungsvoller und positiv gestimmt. Aber hier in Altenahr. Ihr seht es selber. Keine Worte.
Da oben ist es, das Teufelsloch. Ich glaube nicht, dass man das hier auf dem Video sieht. Und hier sind wir uns nicht sicher, was das war. Ob das ein Campingplatz war oder was? Schreibt es mal in die Kommentare, vielleicht weiß es einer von euch. Ja, der Kürze. Schnipselise ist wieder da. Da schreit der Alfred, hurra, hurra. Schnipselise, ich hab dich, abholen, ja, Leute. So lieb. Da hinten kommen sie dich abholen. Oh. Alfred, darf ich mal was sagen? Nein. Ich tue aber trotzdem. Das weiß ich. Laut der Homepage des Ahrtal-Radweges sind nur einzelne Streckenabschnitte wieder befahrbar. Aber Aktualisierung, es gibt Ad Altener Richtung Ahrbrück diesen Ausweich-Ahr-Radweg, so wie er beschildert war. Und es kann sich wirklich wunderbar Fahrrad fahren lassen. Von Maischoss nach Altena, die 2 Kilometer müsst ihr Straße fahren. Geht aber gut. Und danach habt ihr diesen Behelfsfahrradweg, der wirklich sich prima zu fahren lässt. Also Hut ab. Auch an die Radfahrer ist gedacht. Und so viele Wanderer, wie wir eben da hinten auf dem Wanderparkplatz gesehen haben, wird das Angebot auch von vielen wieder angenommen. Das ist schön, aber du siehst halt immer noch hier die brachliegenden Flächen, wo die Vegetation noch nicht wiederkommt, auch wie hier, ne? Das hat alles unter Wasser gestanden. Die Beschilderung des Ersatzradweges sowie die Fahrradwege sind alle erneuert. Die Wanderwegschilder sind alle wieder angebracht und gut sichtbar. Es gibt Ersatzwege, die durch altes Bahnbetriebsgelände führen, wo du verlassene Lokschuppen siehst, überall noch Schienen. Aktuell wird mit Hochdruck an der Erneuerung der Ahrtalbahn gearbeitet. Da sind ganze Containerdörfer entstanden, wo die fleißigen Arbeiter ihre Büros und Unterkünfte haben. Und Moment, Gegenverkehr. Die Region wirklich alles daran setzt, um wieder den Tourismus in das Ahrtal zu bekommen und hier auch den Besuchern einen angenehmen Aufenthalt trotz der erschreckenden Bilder, die sich noch immer bietet, geben zu können. Wir sind an der Stelle zutiefst beeindruckt. Wenn ihr den Ersatzradweg für den A-Radweg fahrt, kommt ihr durch Pützfeld. Und hier, eines der letzten Häuser von Pützfeld, bevor ihr nach Ahrbrück kommt, da habt ihr Schönes für zu Hause. Bei dem Herrn Rüdiger Wolf könnt ihr tolle Sachen für zu Hause kaufen, auch für euer Wohnmobil. Hier gibt es vieles aus dem angeschwemmten Holz aus der Flut, die er kreativ in richtig tolle Ideen umgesetzt hat. Und die zeigen wir euch jetzt mal. Haltet an, schaut rein, haltet mal Smalltalk. Ich kann euch nur sagen, nee, 2 Sternchen, das sind ja immer die. Onkel Alfred kann gerade nicht, der muss füllen. So, das ist die Pützfelder Kapelle im Nachbau. Habe ich so gut 40 Stunden dran gearbeitet, weil das waren ja auch die Bäume fast alle, die mal da gestanden haben, aber ist ja nichts mehr nach der Flut übergeblieben. Und deswegen dachte ich, als Erinnerungsstück baue es mal. Eventuell wollte der Kulturverein das hier von Ahrbrück mal erwerben. Mal schauen, was das wird. Ja, sind wir ja eben dran vorbeigefahren, da stand echt kein Baum mehr. Nee. Habt ihr ja auch gesehen auf dem Weg nach hier. Ja. Sollen wir mal ins Heiligtum gucken, ja, was gerne. Es noch alles so gibt? Ja.
verbogenes Eis. Eisen bekam hier en masse geliefert, freiwillig oder beziehungsweise unfreiwillig. Das ist auch aus der A angeschwemmt. Ja. Ja. Da sieht man ja wirklich, was da für eine Gewalt hinter steckt. Genau. Versucht mal so ein Eisen. Wie heißen die Dinger nochmal, die Eisenstäbe? Das ist für Beton, Furniereisen. Furniereisen. Versucht das mal zu biegen. Also kriegt er nicht hin mit der Hand. Nee. Ja? Also solche Eisenteile sind auch angeschwemmt worden. Da habe ich dann halt mal versucht, so ein bisschen. Gartengeräte mal anders, beziehungsweise die Zange, der Rechen. Genau. Ja. Alles angeschwemmt, echt gute Idee. Hufeisen hast du jede Menge gefunden hier auf der Seite. Ah ja. Plus Furniereisen altes. Und wie kommt man auf so eine Idee, das so zu machen? Gute Frage. Gut, man sieht ja schon mal irgendwo ein Bild und denkt, ach, das kannst du vielleicht auch mal. Und dann fängst du halt an. Und, die Idee ist ja entstanden, weil so viel angeschwemmt worden ist, ne? Genau, ich kann Ihnen das erste Holzstückchen zeigen, was ich am Küchentisch morgens gefunden habe, weil die Küche komplett war schon. Das habe ich verwahrt. Da habe ich ein Bild von gemacht. Mhm. In Erinnerung auch die ganzen Toten, die es dann nachher gab, kann ich noch mal zeigen. Ne? Mhm. Aber hier sind halt alte Bretter. Das ist vielleicht so für einen Jäger oder Naturfreund, der sowas gerne hat, ist mit indirekter Beleuchtung. Genau, ja. Oder der Baumstamm als Gartenleuchte für außen umgebaut. Und die Ideen kommen irgendwann mal so mit der Zeit. Mit der Zeit, man wird dann ja, wenn man das erste gemacht hat, auch kreativ. Genau, viele Sachen habe ich halt liegen gelassen, bis dann irgendwann die passende Idee kam. Ja, also das ist ja auch was für die Mädels. Ja, schönes Bild für vielleicht im Schlafzimmer, Eingangsbereich, Gäste-WC, also. Genau. Und das hier waren alles Holzstücke, die auch wirklich angeschwemmt wurden. Ne? Irgendwo, weil hier kam ja auch jede Menge von denen, die Holz verkaufen und so. Ne? Die ganzen Stücke, die kamen ja alle hier irgendwann angeschwemmt und so und sind hängen geblieben. Ne? Und dadurch hast du dann plötzlich viel mehr Holz zu Hause gehabt, was du brauchen konntest oder nicht brauchen konntest eigentlich. Oh, da ist ja noch jede Menge. Ja. Och, die Hochsitze sind, ne, auch für das für die Kinder haben wir nachher dann auch genau, noch was dabei. Das ist aber jetzt kein gefundenes Holz, weil das kam so in dem Ganzen zusammen nochmal. Ich denke, muss mal was für Kinder machen. Ne? Dann habe ich kleine Brettchen Eichenholz bekommen und habe dann damit halt entsprechend ein bisschen Kinderspielzeug. Schutzengel haben wir auch. Entschuldigung, ich war wieder zu schnell. Hier haben wir auch Schutzengel auch. Schönes Mitbringsel immer. Das sind ja, sag ich mal, da hast du ja viel Reste auch am Arbeiten und die waren mir einfach zu schade für wegzuschmeißen. Und dann habe ich angefangen, die Reste zu verarbeiten. Ne? Und das hier ist das Bild, wo ich von sprach. Ah, ja. Das ist das erste Stück Holz, was ich morgens am Küchentisch noch liegen gesehen habe, wie das Wasser zurückgegangen ist dann dementsprechend. So, und da habe ich angefangen. Duster natürlich ein bisschen, ne, weil es nicht so schönes Ereignis war. Und der Baum mit den schwarzen Punkten, das soll halt so als Erinnerung für die über 130 Tote, die dann hier Opfer waren, dann dementsprechend dann, als Erinnerungsstückchen. Das ist ein Bild, das war auch so duster an der Anfangsphase, wo dann alles dunkel war, nichts funktionierte mehr und so ein kleiner Hoffnungsschimmer soll halt das eine grüne Blatt wieder darstellen dementsprechend. Jetzt muss ich aufpassen, kommen gleich die Tränen. Doch, ja, doch, ehrlich. Es ist schon. Ja, im Nachhinein. Kann man nicht sagen. So. Aber viele Sachen, wieder in den Bildern habe ich viele Sachen verarbeitet. Ne? Hier, das ist auch so alles so die düstere Stimmung von so einem bisschen. Küstenlandschaft, diese Trieben, die haben ja nicht so. Aber das war so viel Wasser und du hast. Man hat das Gefühl, gehabt, das Rauschen noch. Genau, im Kopf, man ist an der, irgendwo an der See. Ne? Genau. Ja, ich sag mal, wir haben jetzt. Zum Glück wohnen wir von der Flut ein paar Kilometer weg, die ja durch die Inde entstand. Ja. Aber mein Sohn hatte letztes Jahr im September einen sehr schweren Unfall gehabt und ich weiß, wie innerhalb von Minuten dein Leben stillsteht. Ja, ich war bis 6:30 arbeiten, bin dann noch nach Hause gekommen, war kerngesund und 8:45 war die Welt nicht mehr wie sie war. Haus kaputt, 2 Jahre vor der Rente. Sechs Wochen später bin ich noch stammes krank geworden, hatte ich mir durchs Wasser oder durch irgendwas was eingefangen, da ist mir dann die rechte Niere ausgefallen. Da hatte ich mehr Wasser im Körper wie noch vor dem Haus, ironischerweise.
Und das hat sich alles wieder Gott sei Dank ergeben, aber du bist halt körperlich vom Stress her, vom Arbeiten her, bist ein anderer Mensch geworden mittlerweile. Und das innerhalb von 2 Jahren. Ja. Und wieder die Flut hat in 2 Stunden hier alles dementsprechend durchgewirbelt. Ja, von daher sind Momente, die man einfach nicht vergisst. Und ich kann mich ein bisschen hineinfühlen und hineinversetzen, was man in dem Moment durchgestanden hat. Ich habe 6 Stunden vor dem OP gesessen und wusste gar nicht, was war, und finde auch nur im Blaulichtreport die Reportage zu dem Unfall, dass mein Sohn vom Lieferwagen erfasst worden ist. Man hat ihm die Vorfahrt mit dem Motorrad genommen und da gehen dir erstmal alle Bilder durch den Kopf. Ob der Weg nach vorne da ist oder nicht, den siehst du einfach in dem Moment nicht mehr. Das grüne Blättchen ist genau richtig. Ja, genau. Also ich sag mal, das ist zwischen gelähmt und Herzstillstand und neben dir stehen. Ja. So, und das braucht eine Zeit. Genau, so sieht es aus. Ja. Aber wie gesagt, jetzt denken wir wieder positiv, richtig, ganz indem wir hier nochmal dieses schöne, jetzt habe ich mich selber aus dem Konzept gebracht, nehmen wir uns hier dieses schöne Arrangement von Küste und ein bisschen an Schottland erinnernd uns anschauen und uns für diese interessante Führung bedanken. Solltet ihr hier was kaufen, denkt dran, bitte Bargeld mitnehmen. EC-Zahlung kann man natürlich hier nicht. Ist ja alles Hobby. Oder PayPal. Oder PayPal, also digital geht. Dann. Und das hier sind noch von der alten Eisenbahn, das ist ja alles weggemacht worden. Das sind die alten Schrauben, da habe ich noch viele retten können dementsprechend. Mhm. Und da ist eine Garderobe, kann man so oder so aufhängen. Alter Balken dementsprechend gefunden. Ne? Ja, und das ist alles weg. Ja. Dann sage ich an der Stelle erstmal vielen Dank für das nette Interview und die ausführlichen Rundgang. Sehr Wir blenden auf jeden Fall die Adresse unter dem Video ein. Ansonsten, solltet ihr Fragen dazu haben, schreibt es in den Kommentaren. Ich antworte euch dazu und stelle auch den Kontakt her. Vielen Dank. Die Radtour war jetzt nicht allzu lang, waren vielleicht 30, 35 Kilometer. Landschaftlich richtig schön, aber an dem einen oder anderen Ort hast du wirklich noch wahnsinnig viele Spuren, Trümmer. Die Bilder habt ihr gesehen. Du hast wirklich, darauf musst ich einstellen, Radfahren kannst du mittlerweile hier wieder sehr gut. Es sind sehr viele Behelfswege gemacht worden, es ist alles neu ausgeschildert, habt ihr ja gesehen. Aber du hast, wenn du zurückkommst, wie jetzt auch mit dem Wind noch dazu, alles von dem Wind und dem Schotter und den nicht befestigten Wegen Staub im Mund und es schmeckt nach Baustelle. Bevor es gleich was zu grillen gibt, gehe ich jetzt noch ein paar Schritte. Ich will euch nicht allzu viel filmen. Es sei denn, es ist wirklich augenfällig. Ich werde an der Stelle lieber mal ein paar Fotos machen und euch das eine oder andere, was markant ins Auge fällt, positiv wie traurig, euch in Fotos festhalten. Offene Weinkeller. Und das wird auch super angenommen. Da können auch solche Anblicke nicht abschrecken.
ein schöner Weg an den Weinhängen vorbei, aber mir jetzt ein bisschen zu schattig. Und das war auch der Aufstieg von dem Wanderweg, den ich gesucht hatte, den ich damals gegangen war. Ganz schön steil. Bauchbeine Po wieder. Aber diesmal zum Glück runter. Die happy. Richtig, weil die Sonne scheint. Nein, weil der liebe Alfred wieder Rührei gemacht hat. Richtig. Also, das ist jetzt so ganz in meinem Sinne. Abends grillen, morgens Rührei und montags bis freitags wieder Diät im Büro. Ich hatte ja gestern bei meinem Grillen hat noch keiner zugenommen. Ja, du nicht. Ja. Gestern hatte ich ja gesagt, dass hier noch bei meinem Spaziergang die offenen Weinkeller waren. Das endete allerdings um 18 Uhr und wir haben das echt nicht mitbekommen. Ne? Dadurch, dass da so viele Leute vor den Schildern standen, wir sind ja dran vorbei und da durchgegangen, das war auch ein Rundweg ausgeschildert, haben wir das gar nicht gemerkt. Und es gab dann auch noch Kulinarisches, das mit angeboten wurde bei denen, die ihre Weinkeller geöffnet hatten. Also schaut mal ins Internet unter Winzergenossenschoss Altener Maischoss, wann der nächste Termin ist. Kann ich euch nur empfehlen. Und von denen, die auf dem Platz waren, sind einige dabei gewesen. Muss gut das gewesen sein. Hat man gemerkt. Also das waren echt nachhaltig, aber im lustigen Sinne. Okay, jetzt müssen wir essen, weil sonst werden die Rühreier kalt. Schön Wetter heute. Wir haben 10:30 oder 10:45. Ich versuche seit 2 Stunden aufzustehen. Plan ist, planlos. Wir sollten noch ein Stellplatz-Video heute machen. Wir wollten warten, bis Sonntag hier alles abgereist ist, damit wir nicht so viele Kennzeichen retuschieren müssen. Ja, Pustekuchen, die bleiben alle sitzen. Du kannst hier nämlich 24-Stunden-Rhythmus stehen bleiben, wie dein Ticket gelöst wurde, plus 24 Stunden. Und wir wollten noch in den Nachbarort fahren. Dort ist auch wieder ein Stellplatz in Betrieb. Und eigentlich wollten wir sogar bis Altena, ich vertue mich immer. Gestern waren wir in Altena, ne? Bis nach Ahrweiler fahren. Da ist das Zentrum ja wieder komplett intakt und da gibt es auch eine gute Eisdiele. Wollten also die A in die andere Richtung fahren, aber ich glaube, das wird ein anderes Video. Ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr. Nein, nicht wirklich. Wir haben hier echt den Chill-Modus. Wir haben noch viel vor, nächster Turn. Ja, genau. Kennt ihr das? Schreibt es mal in den Kommentaren. Tolle Pläne fürs nächste Mal. Oder setzt ihr die dann krampfhaft um? Also ich kann mich hier wirklich jetzt heute hinsetzen, was lesen, vielleicht noch ein bisschen spazieren gehen. Wir können bis knapp 18 Uhr hier stehen bleiben, fahren ja auch nur eine Stunde bis nach Hause. Also von daher, die Luft ist raus. Oder die Luft ist so gut. Wenn kein Staub in der Luft liegt. Nee, ich habe noch keine Baustelle im Mund, heute noch nicht. Also von daher, schreibt mal in den Kommentaren, wie es euch so ergeht. Wenn ihr das unbedingt noch sehen wollt, macht ihr das? Oder seid ihr da so spontan und sagt, boah, beim nächsten Mal? Verschieben, ich gebe immer nächstes Mal. Schreibt's mal, würde mich interessieren. Weil meistens setze ich das ja dann doch um. Vielleicht gebt ihr mir mal ein paar Tipps, dass ich ein paar Hummeln
im Hintern lasse und nicht immer so doch alles machen muss. So, und jetzt? Leute, das versuche ich seit Jahren. Macht Alfred besser aus, weil er sagt, ich rede heute ohne Punkt und Komma. Und tschüss. Ciao. Ja, da sind wir auch schon wieder am Fazit unseres Videos. Solltet ihr Schrecken haben und Bedenken, das Ahrtal wieder zu besuchen, denke ich mal, hat unser Video gezeigt, dass man hier wieder schöne Stunden verbringen kann. Helft den Menschen hier, kommt wieder in die Region, nehmt an den Dingen, die hier angeboten werden, vom Stellplatz, Überführungen, über die Gastronomie wieder am Leben hier teil. Mehr können wir an der Stelle zu diesem Zeitpunkt ja nicht mehr allzu viel tun. Ich denke mal, ich brauche auch nicht viel zu sagen. Hut ab vor dem ganzen Mut und dem unermüdlichen Einsatz und Eifer der Menschen, die hier leben, um ihr Zuhause wieder zu einem schönen Zuhause zu machen. Meine Bitte an euch, kommt her. Mehr ist nicht mehr zu sagen. Ich sage an der Stelle tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Eure Betty und euer Alfred. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.